Bierdog, ich hab auf Bierbock, deshalb wächst die Maßau direkt in Bierbock. 4 noch, wir sind alle recht durchstrick. Hi, Dr. CW, sind wir wieder hier. So, mal wieder Zeit für ein Tasting. Und zwar, jetzt habe ich wieder vom Don Castello ein Bier und es kommt ein Stil, wo ich immer ein bisschen Schwierigkeiten mit habe. Was heißt Schwierigkeiten mit habe? Ich habe noch kein schlechtes davon getrunken in diesem Stil, aber ich kann jetzt auch nicht so krass die Überenthusiasten von diesem Stil nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist so ein Bier, wo ich noch kein schlechtes von dem Stil getrunken habe, wo man mal gut trinken kann. Ich glaube, der Überstilvertreter davon ist Kilkenny. Trinke ich auch mal gern anstatt einem Guinness, wenn ich mal im Irish Pub bin und so weiter, so zur Abwechslung, dass ich mag Guinness, aber dass ich halt dieses, dass ich mal ein bisschen Bier mit Kohlensäure habe und nicht mit, ja, wo halt dieses Nitro hat drin. Aber sonst kann ich mit Red Ales eigentlich nicht viel anfangen, aber ich bin mal gespannt, von einem selbstgebrauten von jemandem eins zu probieren. Hier ist das Etikett. Seht ja, Rudy Don Castello hält es minimalistischer, da dafür die schöneren Flaschen als ich. Also beim Etikett so hält es minimalistischer, dafür die geileren Flaschen. Ist ein Irish Red Ale, wie gesagt schon, gebraut mit East Kent Goldings und Fuggles. Also die zwei eigentlich typischen britischen Hopfensorten, die es so gibt. Also die bekanntesten, weit verbreitetsten. Gießen wir das Ganze mal ein. Moment, noch hier so. So. Also jetzt, hier sieht es so recht dunkel aus. Ich halte es mal gegen das Licht, ob der Stiel auch gut getroffen ist. Ja, doch. Also wenn ich es gegen das Licht halte, das seht ihr jetzt hier nicht so, aber wenn ich es gegen das Licht halte, ist das schon einfach rötlich. Ja, typisch Red Ale halt, wo der Name ja herkommt. So, jetzt geben wir der Nase mal hier eine Chance. Ja, hier ist die brotige Noten durch das Malz halt. Einen leicht karamelligen Hauch. Ja, das war's eigentlich. Also tut sich nicht viel in der Nase, aber ist bei dem Stil jetzt auch kein. Das ist kein geruchsintensiver Stil, weil es ja jetzt nicht so der Aromahopfenstil ist. Egal, wir probieren es jetzt auf jeden Fall. Oh, aber doch im Geschmack gefällt es mir doch ganz gut. Ja, doch, wirklich, das ist lecker. Das ist geil. Also mit eins der besten Irish Red Ales, die ich getrunken habe bisher. Hast eine richtig, richtig schön auf der Zunge liegt das. Hast da so, es legt sich dann schön Karamell hin und so. Also mein Intro-Text vielleicht doch nochmal überdenken, noch mehr mal Irish Red Ales probieren. Keine kommerzielle Brauerei, keine kommerziellen Brauerei hatte ich bisher so ein leckeres wie das hier. Also ganz, ganz viel Respekt, Daumen hoch an Don Castello. Wie gesagt, ist es nicht so das Stil, wo ich eigentlich der Fan davon bin. Sollte ich vielleicht überdenken, noch mal ein paar andere Vertreter probieren. Oh, das ist hier eine geschmackliche Offenbarung. Das ist wirklich lecker. Also, Respekt. Vielleicht brauche ich auch mal irgendwann mal eins. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich Red Ales per se schlecht finde, sondern ich finde halt eigentlich nicht viel Spannendes dran. Aber hier würde ich jetzt mal von dem Gegenteil überzeugt. So. Da sind echt interessante Noten dran, die ich bisher von dem Stil jetzt so nicht kannte. Also auch wieder ein sehr starkes Bier. Also ein Daumen hoch an diesen Hobby-Brauer-Kollegen namens Don Castello. Alle drei Biere von dir haben wir doch sehr, sehr zugesaugt.
zugesaut, zugesagt. So, jetzt fertig. Gut.